Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Und ihr seht es schon am Titel: Cristiano Ronaldo aka CR7 ist wieder zurück in Manchester. Und um ein Haar wäre er meiner Meinung nach bei der falschen Manchester gelandet, bei Manchester City. Aber nein, er ist zum Glück noch in der letzten Sekunde zu Manchester United transferiert, seinem Verein, wo alles angefangen hat. Und ich finde es einfach nur geil. Damit macht er seine ganze Karriere komplett, wenn er dort aufhört, wo ich würde mal sagen, okay, bei Sporting hat eigentlich alles angefangen. Aber sagen wir mal, der Stein ist erst richtig ins Rollen gekommen, als er dann zu United ist. Und hoffentlich bekommt er auch seine Nummer 7. Was findet ihr, Freunde? Sollte Cavani die Nummer 7 an Cristiano abgeben? Oder meint ihr, Cavani wird sogar wechseln, weil er sich denkt, irgendwie hier werde ich keinen Platz haben in dieser Mannschaft? Was ich auch Hammer finde, Jadon Sancho, der Ex-Borusse, ist nach United gewechselt, ohne zu wissen, dass Cristiano irgendwie dahin kommt. Oder vielleicht haben die sich mal gesprochen, vielleicht wusste der und hat dann gesagt, ey Bruder, wechsel dahin, ich komme bald und dann nehmen wir auseinander. United war lange nicht mehr bei mir auf der Liste, beziehungsweise ich hätte schon fast gesagt, oben auf der Liste, die waren gar nicht auf der Liste. Aber seitdem Cristiano wieder dort ist, kann man schon sagen, es kann sein, dass sie um die Meisterschaft spielen. Die Abwehr ist jetzt nicht so doll, aber nichtsdestotrotz, ein Ronaldo kann halt den Unterschied ausmachen. Ich weiß, dass jetzt alle Juve-Fans keine Juve-Fans mehr sein werden. Das war immer so, als Cristiano von Real zu Juve ist, war auf einmal jeder Juventus-Fan. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auf einmal alle United-Fan werden. Irgendwie, ja, bei Juve, irgendwie hatte ich das Gefühl, er wurde da nie so ganz glücklich wie in Madrid. Er hat da jetzt 3 Saisons gespielt, keine Champions League gewonnen, deswegen wurde er geholt. Das war die Mission. Aber zu seiner Verteidigung, und ich bin jetzt kein großer Cristiano-Fan, um ehrlich zu sein, ich finde sogar Messi besser. Messi ist aber ein anderes Thema. 2 krasse Transfers, Messi zu PSG, Cristiano zurück zu United. Um darauf zurückzukommen, Juve hat ihm nie wirklich eine Mannschaft gegeben, mit der er auch die Champions League hätte gewinnen können. Ist so, vielleicht widersprecht er mir, vielleicht auch nicht. Aber ich finde, seitdem Ronaldo zu Juve ist, irgendwie hat sich nicht viel getan. Ich will nicht sagen, die sind schlechter geworden, aber ich würde sagen, ein Dybala ist, seitdem Ronaldo dorthin ist, irgendwie verblasst. Von dem hat man gar nichts mehr gehört. Andere Spieler sind weg. Andere Spieler wiederum haben auch gar nicht mehr so aufgeblüht. Das ganze Spiel lief nur noch über Cristiano. Und ja, mal gucken, was da jetzt passieren wird bei Juve. Aber um ehrlich zu sein, ich war nie ein großer Juve-Fan. England wird dieses Jahr einfach nur krass. Lukaku zurück zu Chelsea. Ronaldo zurück zu United. Nur mein Arsenal, die werden wahrscheinlich dieses Jahr, ich habe das Gefühl, Arsenal wird um den Abstieg spielen, weil die haben dieses Jahr schon so schlecht angefangen. Und wenn die jetzt gegen Spieler wie Lukaku, Son, Kane, das ist so, ich weiß nicht, ob Arsenal da eine Chance haben wird. Freunde, was meint ihr? Wer wird dieses Jahr englischer Meister? Ich bin echt gespannt. Ich freue mich irgendwie. Klar, ich liebe die Bundesliga. Ich komme aus Deutschland. Ich bin Borussia-Fan, Borussia Dortmund. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr irgendwas reißen können. Aber die englische Liga dieses Jahr, also da kannst du nicht mithalten. Weiß einer schon, wie viel Cristiano im Jahr verdienen wird? Ich weiß, dass United 20 Millionen an Juventus bezahlt hat, an Ablöse. Nächstes Jahr wäre er ablösefrei gewesen. Und das wollte natürlich Juve und die Familie Agnelli. Das ist die Familie, die Fiat besitzt. Großer Autokonzern aus Italien, wo auch Ferrari dazu gehört. Und Jeep und noch viel mehr. Und haben sich gedacht, okay, wenn er geht, dann besser jetzt. So kriegen wir immerhin noch 20 Millionen plus Zusatzleistung. Nächstes Jahr wäre er ablösefrei gegangen. Und das wollten die natürlich nicht. Ne? Ich kann es irgendwo verstehen. Wer möchte schon einen Ronaldo ablösefrei ziehen lassen? Ich würde sagen, nur wir, Borussia Dortmund, sind so dumm und haben Lewandowski ablösefrei zu den Bayern verschenkt. Ich will nicht mal sagen verkauft, weil das war ja kein Verkauf. Das war ja einfach nur ein Geschenk. Und er hat irgendwie schon 100 Mal gefühlt gegen Dortmund getroffen. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Denn wir sind hier für CR7. Ob er in England Torschützenkönig wird? Ich weiß nicht. In England spielen so krasse Spieler. Und
United muss jetzt sein ganzes Spiel auf ihn so richten. Ob die das hinbekommen, ob das so schnell geht, ob er wieder so schnell dieses Tempo von der englischen Liga hat. Wir werden sehen. Es ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall, Freunde, ich freue mich mega auf die Premier League. Schreibt mal in die Kommentare, falls Ronaldo nicht die 7 bekommt, welche Nummer sollte er bekommen? Boah, wenn nicht die 7, ich weiß, bei Real hat er damals erstmal die 9, weil Raul die 7 hatte. Und erst nachdem Raul weg ist, hat er dann die 7 bekommen. Ich kann mir vorstellen, falls Cavani nicht geht oder falls Cavani sich irgendwie querstellt und sagt, nee, ich gebe die 7 nicht ab. Aber das wäre schon irgendwie so ein sehr mieser Move, weil ganz ehrlich, wenn Cristiano kommt, du gibst ihm einfach deine Nummer hier, Bruder, nimm das Trikot. Ich nehme irgendeine andere Nummer, die verfügbar ist. Aber wir werden sehen, was passieren wird. Freunde, für mehr Fußball-News und für mehr Fußball-Talk, ich werde demnächst mal wieder live streamen, da können wir noch mehr live über Fußball reden und ich werde euch eure Fragen beantworten. Aber gerne könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben, über welches Thema wir im nächsten Video reden, welches Fußball-Thema soll ich aufbringen. Bis dahin, euer Moment, hold on. Abo und Like da lassen, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.